Willkommen zurück zu Divinity Original Sin 2. Wir haben uns in eine Kajüte teleportiert, ganz unvorhergesehen, haben aber geschafft, uns hier dem Überfall zu erwehren und haben jetzt zwei Pyramiden, Teleporter-Pyramiden. Ich sehe gerade, was die an Aktionspunkten bräuchten, wenn wir die ausführen. 6 Stück, huiuiui. Und haben hier in der letzten Folge alles geplündert und jetzt gehen wir mal hier hoch. Haben wir wirklich alles geplündert? Ja. Gehen wir hier hoch und schauen, wo wir rauskommen. Ah, da ist eine Geheimtür. Wir haben also nichts übersehen. Das ist schon mal gut. Jetzt sprechen wir nochmal hier mit Tarquin. Vielleicht hat er was Neues zu sagen. Offenbar nicht. Wir können ihm aber die alte Hose hier verkaufen. Die anderen Sachen haben wir schon gelesen. Bin mir da jetzt nicht mehr so sicher. Schauen wir gleich nochmal rein. Das Band der Pein wird verkauft. Genau, hier auch die Bombe. Ja, die Peile, die behalten wir. Das ist richtig gut. Verzauberungspfeil können wir einen Gegner quasi auf unsere Seite ziehen. So, jetzt schauen wir nochmal kurz in die Bücher rein. Das Gefäß mit Hirnmaden müssen wir auch verkaufen. Huberts Enzyklopädie. Ja, das mit der Krake haben wir schon gelesen. Dann die Anweisung für Teleporterverwendung auch. Und ein Buch in einer unbekannten Sprache. Das heben wir uns mal auf. Ich weiß nicht, ob wir das nicht vielleicht doch noch brauchen. Wir haben einen Schlüssel, der in unseren Schlüsselrucksack kommt. Und ja, Gefäß mit Hirnmaden wird verkauft. Gut, was haben wir denn hier? Eine Weltkugel. Wir haben hier das Bild, das uns schon bekannt vorkommen dürfte. Das dreigeteilte Bild. Und zwar vom Schwierigkeitsgrad-Bildschirm. Ganz zu Anfang haben wir das gesehen. Offenbar repräsentieren die hier die Götter, beziehungsweise vielleicht auch irgendwo Lucian, den Gotterweckten, kann natürlich auch sein. Und wir haben hier einen verstaubten Folianten und der sieht doch schon mal bedeutend aus. Jedenfalls ist er richtig groß. Den nehmen wir mit. Wir haben hier einen Schädel und eine Lupe. Und im Schreibtisch finden wir einen Papierbogen. Wunderschön. Den Schädel legen wir in unser Handwerksinventar. Eventuell können wir daraus was basteln. Die Lupe wird verkauft. Und dann lesen wir mal das Buch. Oh, Tooltip Bug, noch immer. Dieses Buch wurde anscheinend in einem uralten Dialekt der Echsen verfasst. Nur wenige können den Inhalt verstehen. Aber vielleicht ist eine phonetische Rezitation möglich. Zirtskrik, Zirtskrik, Kritzkrik, Zkrikrik. Ja, hat hervorragend geklappt. Weiß hier Tarquin was dazu? Auch nicht. Der weiß ja überhaupt nichts, Mensch. So, verkaufen wir, verkaufen wir, verkaufen wir. Das andere Buch können wir nicht verkaufen. Das heißt, das wird nochmal wichtig sein. Kann er denn das lesen? Auch nicht. Das wäre wahrscheinlich zu einfach. Da brauchen wir irgendjemanden, der das übersetzt. Was haben wir hier liegen? Einen Blitter, eine Kralle, die haben wir schon im Inventar. Das müsste die gleiche sein. Die haben wir schon im Inventar. Die hatten wir im Inventar. Echt jetzt? Die hatten wir hundertprozentig schon im Inventar. Was ist denn da los? Habe ich die verkauft? Das ist sehr seltsam. Wir müssen hier die Flasche mal rüberziehen in das andere Fach. Das ist in der Tat komisch. Da bin ich aber froh, dass wir hier nochmal das hier finden. Ah, okay, da war das Inventar buggy. Und ich dachte mir beim letzten Mal schon, wieso kann ich hier nicht mehr scrollen? Haben wir hier nicht mehr Sachen im Inventar? Wir haben auch immer noch den Edelstein im Inventar. Das heißt, wir brauchen die Kralle gar nicht mehr. Die können wir verkaufen. Ah, okay, dann passt das soweit.
mal gucken, ob wir noch alles hier drin haben. Passt. Gut. Dann einen mittleren Heiltrank und einen Krug. Der ist relativ viel wert, Mensch. Glas Wein, dicht beschriebene Notizen. Wir nehmen einfach mal alles mit. So, Glas Wein wird verkauft, der Krug auch. Den Heiltrank bekommt die Lose, die hat nur drei große. Dann lesen wir mal. Vertraulich, medizinisches Protokoll vom Schreibtisch von Niles Hausarzt. Niles, oh, das war der, von dem wir die... Haben wir da nicht den Gesichtsabreißer bekommen? Ich glaube schon. Runde 1, normaler Stab, Läuterung eines Quellenmagiers. Ergebnis typisch. Runde 2, normaler Stab, Läuterung eines Nicht-Quellenmagiers. Ergebnis tot. Runde 3, modifizierter Stab Typ A, Läuterung eines Quellenmagiers. Ergebnis typisch. Runde 4, modifizierter Stab Typ B, Läuterung eines Quellenmagiers. Ergebnis tot. Eine handgeschriebene Notiz ganz unten auf der Seite. Brauche stärkeres Relikt. Technologische Modifizierung ist gleich Fehlschlag. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Gut, dann haben wir noch einige Bücher. Da ist doch bestimmt auch das ein oder andere Schlaue mit dabei. Wir nehmen wieder alles mit. Und zum Schluss sprechen wir dann mit der Katze, die ja die ganze Zeit schon rumtippelt. Wir lassen ja alles mitgehen und verkaufen das dann später dem Händler, der hier 2 Meter weiter sitzt. Birne, Apfel, ne, das lassen wir hier. Gut, hier haben wir nochmal eine Tür, das heißt, wow, das ist quasi hier die Schatzkammer, Mensch. Da gibt es eine separate Tür. Okay, dann gehen wir mal runter ins Schlafgemach. Da haben wir ein Buch. Bevor wir uns das anschauen, erstmal hier nochmal zu den anderen Items. Zornig verfasste Notizen bedecken die Vorder- und Rückseite des Pergaments. Das Schreibtempo scheint gegen Ende der Seite etwas langsamer geworden zu sein. Nur die letzten Zeilen sind lesbar. Scheint offen dafür zu sein, obwohl es ohne Zweifel ein Schock ist. Sein eigener Vater. Trotzdem komme ich zu keiner anderen Schlussfolgerung. Sie sind verantwortlich und Lucien war nicht weniger schuld. Sein eigener Vater. Sprechen die hier von Lucien und Alexander? Kann natürlich sein. Wir haben hier eine Schriftrolle der Berührung der Fäulnis, die kommt weg. Wallläuferreime. Wenn ich diesen Waldläuferreim richtig verstehe, scheint es möglich zu sein, aus einem Zahn eine Pfeilspitze herzustellen, die Feinde betäubt. Ein Versuch ist es wert, selbst wenn dabei Unsinn herauskommt. Wollt ihr einen Zahn mir spenden, kann ich ihn schnitzen mit den Händen. Ich feile hier, ich schärfe dort, auf das die Spitze dann sofort wird jeden Feind zu Boden zwingen und sichern eure Flucht gelingen. Ja, schockierende Pfeilspitze haben wir gelernt. Ein weiteres Buch. Ah, dieser Bug, Mensch, das ist so nervig. Die Seite ist in 3 Spalten unterteilt. Die linke Spalte enthält Worte in einer unbekannten Sprache. In der mittleren stehen bekannte Worte und in der rechten Spalte stehen Zahlen. Oh, ist das vielleicht ein Übersetzungsbuch? Diese Seite ist mit Formeln und geometrischen Zeichnungen bedeckt, die wiederum mit winzigen Zahlen und Rechnungen übersät sind. Und Abhandlung zur Menschheit. Warum es die 7 Götter nicht gibt und nie gegeben hat. Götter? Ha! Märchen, Phantome, sonst nichts. Wie kann man die Wunder der Natur als Wirken von Gespenstern missverstehen? Die Schönheit und Üppigkeit der Natur, wie töricht, sie irgendeinem unbekannten, unwissenden Wesen zuzuschreiben. Manch einer mag mir raten, den Blick nicht auf Lilien, sondern auf die Seele von Menschen und höheren Kreaturen zu richten. Doch ich entgegne, dass ich beim Erkunden des Inneren lebender und toter Kreaturen weder Götter noch Seelen gefunden habe. Nur zuckende, blutende Röte. Dann nochmal Waldläuferreime Teil 3.
Das Hirschgeweih, es ist bekannt für magische Qualitäten. Es lässt euch von eigener Hand den Gegner schnell erliegen. Schießt auf ihn mit einem Stück angespitzt und scharf, dann bleibt er liegen, aber kommt zurück, wenn die magische Spitze ihn traf. Niederschlagende Pfeilspitze. Schiffsrolle des Regens, das können wir jetzt alles hier verkaufen. Und braun leicht gemacht, das kennen wir schon, oder? Ja, Fliegenpilz. Gut. Alles über Runen, Giftrunen, das haben wir noch nicht gelesen, sehe ich gerade. Magische Runen in Knochen gemeißelt, die Kälte des Todes, nie endende Geißel, benetzt mit dem Toxikum so prächtig, die Giftrune ist wahrlich niederträchtig. Gesangsbuch aus dem Alten Reich. Ah, okay, das kennen wir schon. Ist leider immer noch nicht übersetzt. Sehr schade. Das behalten wir mal im Rucksack. Wäre vielleicht auch nicht schlecht, wenn ich die Rucksäcke aufteile, dann muss ich nicht immer nachschauen, wer was hat. Wenn wir sagen, wir haben den Hauptrucksack mit den Questgegenständen, die Gegenstände mit dem Crafting bekommt der Rote Prinz, der Rucksack mit den Schlüsseln bekommt der Ivan, der alte Gauner. Und die Geldbörse mit den Tränken bekommt unsere Magierin. Ich denke, dann ist es eventuell etwas besser. Die hat 20 Grad. Einen leeren Rucksack auch. Den brauchen wir normal nicht mehr. Dann verkaufen wir den mal. Gut, also wir schauen uns das Buch mal an. Dieses Buch ist unlesbar. Ja, hervorragend. Hat sich voll gelohnt. Wir öffnen die Truhe mit dem Schlüssel offenbar. Eine Blendgranate Kohle, Schriftrolle des Regens und Fertigkeitenbuch Dampfpflanze. Eventuell was für die Lose. Oh, ich muss das natürlich rausnehmen. Den Schlüssel bekommt der Ivan. Der hat auch zwei Rucksäcke. Wieso denn jetzt hier, Mensch? Hä? Der ist leer. Okay, den verkaufen wir auch. Also Schlüssel zu Ivan. Dann die Lose bekommt das hier. Fertigkeit erlernen. Oh, hat die noch nicht. Oh, die hat noch nicht Hydrosoft 3. Echt jetzt? Das kann doch nur ein Programmfehler sein. Wir haben doch Hydrosoft 3. Oh, wie man die schön drehen kann. Hui. Hui. Die Lose. Jetzt geht's. Ich verstehe es nicht. Habe ich die gerade nicht angewählt gehabt? Das kann natürlich auch sein. So, Dampflanze Lose. Auch ein schöner Nickname. Hey, Dampflanze! Haben wir die jetzt gelernt? Wie ist die denn? Winterexplosion? Dampflanze? Benötigt zwei Plätze. Können wir nicht ausrüsten? Können wir irgendwas wegnehmen? Segnen zum Beispiel. Alles andere behalten wir mal. Gut. Ich muss nur aufpassen, dass ich jetzt hier keinen Rucksack verkaufe, wo noch was drin ist. Das wäre richtig ärgerlich. Dann haben wir da drüben einen meterhohen Schrank. Wer soll denn hier hochkommen? Strickhandschuhe. Könnten uns aufs Bett legen, einfach nur, weil wir es können. Oh. sind das die Füße? Ich glaube schon, der liegt verkehrt hier drin. Okay, wir probieren es nochmal. Wir haben etwas gefunden, schauen wir uns gleich an. Wir gehen nochmal ins Bett. Ja, da legt er sich verkehrt ins Bett. Ist das schön, Mensch, ist das schön. Na gut. So, also wir haben hier noch einen Schrank mit ein paar Utensilien. Und was ist das hier unten? Was ist denn das? Kann ich das? Was war das denn jetzt? Wo ist jetzt hier irgendwas aufgegangen? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Ich weiß es. Können wir nochmal drauf gehen? Eine Geheimtür und ein Schalter. Okay, dann müssen wir jetzt hier mal die Lose hochschicken. Man muss auf dem Schalter stehen bleiben. Das ist ja... Können wir nicht einfach... Moment. Können wir nicht einfach hier den Stuhl draufstellen?
Das geht nicht. Die Kiste. Können wir die draufstellen? Keine Sicht. Okay, wir stellen uns selber drauf. So. Und die Lose muss jetzt hier hoch. Schaut sich das mal an. Einen Schalter. Eventuell können wir dann hier rein. Ah, wunderbar. Schön, 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 schön. Wir wissen halt immer noch nicht, wie wir das Schiff zum Laufen bekommen. Schaukasten. Mit Schuppenhandschuhen. Dann etwas Gold. Hier ein Bild von Lucien, das wir mitnehmen. Hier ein Gemälde einer Schlacht. Ein riesiges Gemälde. Was haben wir denn da? Das sieht aus wie ein Magister. Und jede Menge Schiffe, Mensch. Das nehmen wir natürlich mit. Einfach mal in den Rucksack gepackt. Sehr schön. Teller, Amulett der Rose, Nachthimmel-Amulett, violettes Amulett, Trinkflasche, Trinkflasche und Trinkflasche. Und eine Kiste. Und ein Bild. Hey. So viele Sachen. Hier drüben haben wir noch, haben wir noch Gegenstände. Kaputter Zweihänder. Nein. Oh, und ein weiterer Schalter. Der öffnet die Tür. Das ist auch okay. Gut. Haben wir sonst noch irgendwo was? Da haben wir noch ein dickes Buch, sehe ich gerade. Wo habe ich denn das übersehen? Ah, da drin. Gut, also, was haben wir hier? Die Strickhandschuhe werden verkauft. Die Trankflasche bekommt hier der rote Prinz. Genauso die leere Trankflasche nochmal. Dann auch den Blaupilz, das hier verkaufen wir. Die Schuppenhandschuhe. 4,24, die sind ja für uns was, sehe ich gerade. Die sind ja für uns ganz gut. Tauschen mal wieder alle Rüstungsgegenstände durch. Okay. Dann... Moment, jetzt habe ich die hier rein. Nee, die müssen wir natürlich verkaufen. So, genauso das Bild. Das Bild. Auch den Teller. Das Amulett der Rose. Das ist quasi, hier gibt es magische Amuletts. 17 magische Rüstungen jeweils. Ne, die haben halt keinen Effekt jetzt. Die sind total leer. Ja, die werden alle verkauft. Dann, die müssen wir identifizieren. Die Schuhe. Bewegung. Erfordert Intelligenz 12. Für unsere Lose ist, sind die. Ja, machen wir. Bekommt sie. Dann den Dolch, den verkauft man. Hier das Bild auch. Improvisierter Stab wird verkauft. Kaputter Zweihänder auch. Und das Buch lesen wir. Dürfen niemals vergessen, dass alle Bürger des Reichs einen gleichen Anteil an dessen Erfolg haben und nie dem Willen weniger unterworfen werden dürfen. Insbesondere nicht dem eines Tyrannen. Es gibt keinen lebenden Monarchen, der sich durch sein Amt nicht von den Sorgen und Ängsten der Bürger entfernt hat. Deshalb gibt es keinen Monarchen, der seine Position verdient. Wenn das, was ich sage, stimmt, keimt jedoch die Frage auf, wie das Regieren möglich ist, wenn das Regieren selbst unredlich macht. Meine Antwort ist ganz einfach, das Volk sollte regieren. Das sind ja mal ganz moderne Ansichten hier. Gut, dann haben wir alles geplündert. Hier haben wir noch eine Schale, die wir mitnehmen können. Und das werden wir jetzt alles dem Händler verkaufen. Irgendwas vergessen. Nö, wir wissen immer noch nicht, wie wir das Schiff zum Laufen bekommen. Das macht mir echt Sorgen. So, den ganzen Schmodder hier mal verkaufen. 2000, so viel hat er gar nicht. Dann nehmen wir wieder ein paar Sachen zurück. Gut. Da kommen wir nur zum Handelsbildschirm. Ne, wir können nichts mehr mit ihm machen. Da müssen wir hier uns nochmal umschauen und eventuell mit Samadil sprechen. Vielleicht weiß die Bescheid. Ihr habt gesehen, was mir entgangen ist. Maladie scheint recht mit euch zu haben. Maladie, mit der könnten wir auch noch sprechen. Vielleicht kann die uns weiterhelfen bezüglich des Buches. Wo geht's hier wieder hoch? Hier. Haben wir den drüben Schmiedehammer, das habe ich ja komplett übersehen.
Ja, dann gehen wir mal hoch zu Maladi. Und sprechen mal mit ihr. Eventuell weiß die etwas darüber, über die Sachen, die wir gefunden haben. Da seid ihr ja. Ich habe gerade an euch gedacht. Maladi sagen, dass die Galionsfigur mit einer lebendigen Narbe gekennzeichnet ist, die Echsen verwenden, um ihre Sklaven zu kontrollieren. Ungehörige Echsen. Ich hätte diese Rune an der Galionsfigur nicht als Sklavennarbe erkannt. Gut gemacht. Dann müssen wir das Lied finden, das das Schiff kontrolliert. Nun ja, ihr müsst das. Ihr den Folianten zeigen, den du gefunden hast. Ich würde euch einen goldenen Stern geben, wenn ich einen hätte. Und das meine ich ganz ehrlich. Dann los, singt es der Galionsfigur vor und bringt sie dazu, in See zu stechen. Dann haben wir also doch schon das Buch gefunden. Sehr schön. Inhalten, es kommt dir unmoralisch vor, das Schiff zu versklaven. Es ist falsch. Ihre Augen blitzen plötzlich hellrot auf. Bitte, verschont mich, wenn ich euch auch verschonen soll. Wir müssen los, dass wir uns da richtig verstehen, Gott Erweckter. Der Orden ist auf dem Weg und er hat es auf euch abgesehen. Singt das Lied und übernehmt die Kontrolle über das Schiff oder stirbt. Können wir nochmal mit dir sprechen? Nein, sie will nicht mehr. Dann machen wir jetzt auf zum Singen. Ja, eine meiner Spezialitäten, würde ich mal sagen. Wir singen der Galionsfigur etwas vor. Ich bin mir immer noch nicht sicher, welches Buch jetzt hier verantwortlich war für den Dialog. Wir haben ja hier mehrere Bücher eingesackt. Können wir denn die Teleporter-Pyramiden, die packe ich jetzt auch mal hier rein. Nicht, dass ich die verkaufe, wenn das überhaupt möglich ist. Gesangsbuch aus dem Alten Reich. Okay, das ist es. So, wo seid ihr denn? Hallo? Könnte vielleicht auch jemand mal die Leichen hier wegräumen? Das ist ja... Bevor wir das machen, schießen wir nochmal einen Pfeil ab. So, zur Feier des Tages. Und jetzt sprechen wir mal mit dieser Galionsfigur. Die Galionsfigur ragt hinaus und setzt seine stille Wacht über das Meer fort. Wir können jetzt das Lied singen. Die Hand auf die Galionsfigur legen. Ein brennender Schmerz schießt deinen Arm hinauf. Das Schiff spürt dich. Es ist wütend. Deine Hand dort behalten, wo sie ist. Der Schmerz wird stärker. Er breitet sich von deinem Arm bis in die Brust aus. Deine Lungen fühlen sich an, als würden sie brennen. Okay. Ja. Wir ruhen uns mal kurz aus. Die Lose. Okay, das Feuer ist schon wieder weg. Ich wollte gerade einen Regenzauber wirken. Dann führt kein Weg an unserem Gesang vorbei. Das Lied aus dem Folianten singen, das du unter Deck gefunden hast. Ja. Oh, das bewegt sich ja. Das Deck unter dir ächzt und bebt, als würde das Schiff selbst aus einem Schlummer erwachen. Du hörst ein tiefes Seufzen, unverkennbar, das Geräusch eines Lebewesens. Ihr seid nicht die Hexe. Ihr seid nicht Dallas. Ihr habt das Lied gesungen. Jetzt müsst ihr über mein Schicksal bestimmen. Seid ihr mein neuer Herr? Sagen, dass du mehr darüber erfahren möchtest, mit wem oder was du sprichst, bevor du eine Entscheidung triffst. Fragt, ich diene in jederlei Hinsicht. Anmerken, dass du einen großen Schmerz spürst, den Verlust eines erfüllten Elfenlebens und das Leben im Jenseits zerrissen und verteilt in den Balken und Masten eines Kriegsschiffs. Der Bug des Schiffs senkt sich aufgrund des Seegangs knarrend nach unten. In der Brise über dir hörst du den allerleisesten Anklang dessen, was ein melancholischer Seufzer gewesen sein könnte. Einst war ich ein Elf. Ich starb und wurde als Baum der Ahnen wiedergeboren. In einem wunderschönen Wald, umgeben von Brüdern und Schwestern, sowohl aus Fleisch als auch aus Wurzeln. Aber diese Zeit ist vorbei.
Ich sah, wie dieser Wald in einen Totenort verwandelt wurde. Dann hat man mich geraubt. Meine Erinnerungen gingen verloren, so wie die Blätter an meinen Ästen. Anmerken, dass du gehört hast, dass Lebensholz nur von Bäumen der Ahnen aus dem Heimatland der Elfen stammt. Diese Wälder wurden jedoch in den Kriegen der vorherigen Generation geopfert. Opfer muss man willentlich bringen, doch unsere Heimat wurde uns geraubt. Magister haben unsere Lebensart zerstört, um den Krieg zu beenden, den sie begonnen hatten. Dann entwurzelten sie mich und sie rissen mich auseinander und machten aus mir diese Monstrosität. Sagen, dass du bereit bist, eine Entscheidung zu treffen. Das Knarren des Schiffs hört auf, als ob es den Atem anhält und deine Entscheidung erwartet. Ja, wir könnten es jetzt versklaven oder wir können es freigeben, wenn das überhaupt möglich ist. Antworten, dass du kein Sklaventreiber bist, du möchtest, dass das Schiff frei ist und du hoffst, dass es dir im Gegenzug helfen wird. Ihr seid gütig, aber ich kann niemals wieder frei sein. Wahrhaftig nicht. Ich bin ein Schiff und muss geführt werden. Lasst mich euch dorthin bringen, wohin ihr möchtet. Wir können ablegen, sobald ihr bereit seid. Das Schiff ist wach. Gut. Ist alles bereit zum Auslaufen? Sagen, dass du ihr gerne ein paar Fragen stellen würdest. Das ist ja unsere Spezialität. Das kennen wir alle schon. Sie fragen, warum sie dir hilft. Ihr Gesicht verzieht sich zu einer Maske der Sorge. Ihre Augen sind groß und seelenlos. Natürlich, weil es mir etwas bedeutet. Lächeln und sagen, dass du das irgendwie bezweifelst. Bisschen früh in unserer Beziehung meine Motive in Frage zu stellen, findet ihr nicht? Gut, und das andere kennen wir schon. Wir werden uns auf den Weg machen. Tja, was haben wir denn hier? Das Schiff lebt, oder? Ein zahnloses Lächeln erstreckt sich langsam über ihr ganzes Gesicht. Dann auf nach Treibholz! Juhu, wir brechen auf nach Treibholz, aber erst in der nächsten Folge. Ha! Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis gleich. Ciao.